Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Büchlein, Büchlein im Regal, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wie ihr es vielleicht am Intro schon erkennen konntet, ist hier so ein bisschen was anders, denn ich bin heute nicht alleine in diesem Video, denn die liebe Marie und ich, wir starten hier mit einem Collab-Video. Und zwar soll es darum gehen, dass wir uns im Regal der jeweils anderen ein bisschen umgeschaut haben und uns überlegt haben, welche Bücher wir denn aus dem jeweils anderen Regal gerne lesen würden. Und diese 5 Bücher, die wir uns jeweils rausgesucht haben, die zeigen wir euch. Und der jeweils andere, der das ja schon gelesen hat, das Buch, wird euch die Meinung dazu sagen. Und fangen wir eigentlich gleich mal an, direkt in die Materie. Ich habe mich bei der Marie umgeschaut und als erstes Buch ist mir aufgefallen, was ich echt gerne lesen würde, ist Dark Canopy von Jennifer Benkow. Und schauen wir uns mal an, was uns Marie dazu zu erzählen hat. Es ist natürlich ganz klar, ein Dystopie-Fan wie ich läuft nicht an einer so genialen Dystopie vorbei, vor allem wenn extrem viele Booktuber, Blogger davon schwärmen. Ich kann da einfach nicht vorbeigehen, obwohl es so eine extreme Seitenanzahl hat. Ich schätze mal, es sind so um die 500, 600 Seiten gewesen. Und ich muss wirklich gestehen, dass alle Leute, die von dieser Dystopie geschwärmt haben, vor allem vom ersten Teil, vollkommen recht hatten. Die ist einfach unglaublich gut aufgebaut. Es ist eine tolle Welt. Es sind tolle Protagonisten, die auch so handeln, so ihrem Alter entsprechend handeln. Was mich vor allem bei den meisten Jugendbüchern und Dystopien so aufregt, weil die Charaktere dann doch so relativ jung sind und dann schon die halbe Welt retten wollen. Da denke ich mir auch so, aber das hier war wirklich unglaublich gut. Es ist ein wenig düsterer als so die normalen Dystopien, wie ich jetzt zum Beispiel finde. Aber es ist, ich finde kein anderes Wort, als dass es unglaublich gut ist. Wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, dann kann ich das aber ganz kurz erwähnen. Also hier geht es darum, dass die Protagonistin, wie heißt sie eigentlich? Heißt sie Joy? Joy lebt in einer Welt, in der es Persons und die normalen Menschen gibt. Die Menschen haben diese Persons vor Urzeiten entwickelt. Das sind so eine unzerstörbaren Menschen, Klone, was auch immer, die als Waffen benutzt wurden. Und diese Persons haben eben mal den Spieß vor einigen Jahren umgedreht und jetzt herrschen sie über die Menschen, über die Menschheit an sich. Und Joy lebt in einem Rebellenlager. Sie wird eines Tages gefangen genommen und soll an einem Wettkampf teilnehmen, den die Persons alljährlich, sagt man das, ausrichten, um zu beweisen, wer stärker ist. Und dort geht es auch um Leben und Tod. Es erinnert ein wenig an die Tribute von Panem, aber in diesem Buch geht es weniger um dieses Spiel an sich, als um das Ganze drumherum, um diese Geheimnisse, die die Persons umgeben und was weiß ich. Also es ist wirklich unglaublich toll, eine geniale Dystopie. Und man verschlingt sie einfach nur. Es ist einfach, ich kann sie nur jedem empfehlen. Und was meint ihr? Wäre das ein Buch für euch? Habt ihr es vielleicht schon gelesen? Dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ja, als nächstes hätten wir da noch Angel Fall. Und von Angel Fall bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Die einen sagen, es ist super toll. Also die meisten sagen eigentlich, es ist super toll. Und ich habe da noch so ein bisschen Schiss vor, weil ich auch gehört habe, dass es ein bisschen blutig zugehen soll und das ja bekanntlich nicht so meins ist. Aber hören wir uns einfach mal an, was uns Marie dazu zu erzählen hat. Wenn es ein Engelbuch gibt, was ich absolut empfehlen kann, dann ist es dieses hier, Angel Fall von Susan E. Also Leute, wenn ihr wirklich diesen Engeln an sich abgeschworen habt, wie ich es eigentlich hatte, mir ging dieses einfach, dieses strukturierte, dieses Engel sind gut und Dämonen sind böse und die Engel gewinnen immer, es ging mir total auf den Keks, bis ich dieses Buch gelesen habe und dann war ich wieder vollkommen drin. Ich war richtig in dieser Engelwelt, ich war richtig im Engelfieber. Es war unglaublich. Es geht in diesem Buch um Penryn. Die Welthierin spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Engel die Welt erobert haben. Sie töten Menschen, sie regieren sie und Penryn flüchtet mit ihrer Familie, sie versteckt sich. Sie hat eine sehr merkwürdige Mutter, sie ist wirklich sehr, sehr merkwürdig und eine liebenswerte kleine Schwester und sie versucht sich um beide zu kümmern, bis eine Sache sie auseinanderreißt und seitdem versucht Penryn wieder ihre Familie zu finden und das war einfach so unglaublich, weil auch der männliche Part hier drin war so, oh mein Gott, also das ist wirklich einer meiner absoluten mein absolutes Lieblingsbuch, ich sag das immer und immer wieder, es ist so ein tolles Engelbuch und ich weiß, einige finden es am Ende doch sehr düster und blutig und was weiß ich, aber von mir aus
war das kein Problem und ich bin sehr empfindlich, was das angeht. Und ich habe dieses Buch verschlungen, ich habe sogar schon den zweiten Teil gelesen und es geht immer weiter. Also, bestes Engelbuch ever. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr das Buch schon gelesen habt und eine Meinung dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mich würde das sehr interessieren. Das sind ja hier alles Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Weiter geht's mit Throne of Glass, von dem ich tatsächlich noch nie wirklich was gehört habe, bis ich mich tatsächlich mit Marie darüber ausgetauscht habe und mir dachte, vielleicht ist das ja wirklich was für mich und ob das vielleicht was für euch ist, das erfahrt ihr jetzt gleich von Marie. Ja, Fantasy-Welten, Throne of Glass. Ich lese ja normalerweise nie so eine Bücher, die vollkommen in einer anderen Welt spielen, außer so ein paar Mangas. Aber das hier war dann doch sehr gut für meinen Begriff, obwohl ich jetzt wirklich nicht so gerne das lese. Ich mochte die Idee dahinter. Es geht um Carlena Sedothian. Ich konnte noch nie ihren Namen aussprechen, also ja. Sie war eine Gefangene und wurde nun an den Hof zurückgeholt, um den Prinzen zu schützen. Oder war das, es gab einen Wettkampf und der Prinz hat sie als Puppe oder als Kriegerin für sich einsetzen wollen, die auch für ihn kämpft. Und damit beginnt es also, sie ist eine Kriegerin, sie ist ein Assassin und kämpft eben sich durch die Welt, durch diesen Wettkampf. Und das ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, deswegen entschuldige ich mich jetzt so ein bisschen meine Wissenslücken, aber es war doch ganz gut. Sehr gut für den Fall, dass ich dieses Genre eigentlich überhaupt gar nicht lese und damit auch meistens sehr Probleme habe. Ich weiß noch nicht, ob ich den zweiten Teil mir zulegen soll. Überlege noch stark, weil es ist ja eine gebundene Ausgabe und die kosten wieder so ein bisschen was. Aber wer sich mal bei diesem Genre ein bisschen austesten will, wer mal versuchen will, ob dieses was für einen ist, dem kann ich eigentlich dieses Buch nur empfehlen. Es ist jetzt nicht schlecht, ich kam sehr gut rein. Die Protagonistin mochte ich, auch die männlichen Parts mochte ich sehr, sehr gerne. Ich würde mal sagen, versucht es einfach mal aus. Testet es aus. Es war für mich persönlich ein schönes Buch. Ja. Und was meint ihr? Wäre das was für euch? Wäre das was für mich? Schreibt es mir, wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt oder wenn ihr das Buch vielleicht vorher auch noch nicht kanntet und jetzt euch überlegt, das wäre vielleicht was für mich. Als nächstes kommt ein Buch, was mir die Marie von sich aus empfohlen hat. Ich habe auch davon noch nicht wirklich was gehört, fand es aber eigentlich gleich cool und es klingt toll und es sieht toll aus. Und ich spreche von Das Meer der Zeit. Normalerweise kaufe ich mir keine Frauenromane. Ich bin da einfach viel zu geizig für und normalerweise sind die Frauenromane auch so alle 0815. Ich meine, das könnte man auch zu Dystopien sagen, ja? Also Dystopien ähneln sich schon, aber irgendwie fesseln die mich mehr als so mancher Frauenroman. Aber das war ganz anders hier bei diesem Buch, Das Meer der Zeit. Es ist unglaublich gut, es hat ein tolles Cover und ich bin darauf gestoßen, ich bin wirklich nur darauf gestoßen, weil es so ein geniales Cover hat und hab's mir dann einfach mal so gekauft. Ich wusste, dass es so eine Art Frauenroman ist und es geht hier drum um Katie, heißt sie Katie? Ja, ich glaube, sie heißt Katie, aber ich will nicht zu viel verraten. Also es geht um eine junge Frau, die im Bankengeschäft lebt und auf einen geheimnisvollen Mann trifft, der sie zu kennen scheint. Und es passieren so einige merkwürdige Dinge. Sie und der Mann kommen sich näher und es passiert eben was Unglaubliches. Ich meine, es wird schon gleich auf der ersten Seite verraten, was so das Geheimnisvolle an diesem Buch ist und was das Geheimnisvolle hinter diesem Mann steckt, aber das ist alles so liebevoll verpackt und das ist so wunderschön. Und auch wenn man vielleicht am Anfang mit so ein paar Bankenbegriffen voll gepumpt wird und man vielleicht damit nicht so richtig klarkommt, sollte man trotzdem diesem Buch die Chance geben, besser zu werden. Es wird wirklich zum Ende richtig schön romantisch und ja, es ist wunderschön. Ich liebe den Charakter hier drin, also den männlichen Part liebe ich abgöttisch und auch die Protagonistin ist einfach zum Dahinschmelzen. Also es ist ein wirklich toller Frauenroman, der von mir mal 5 von 5 Welten bekommen hat. Frauenromane kriegen das bei mir normalerweise nie, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal, dass das so ein vollwertiger Frauenroman ist, so Chiclet-mäßig. Also das hat ja doch schon ein bisschen Fantasy-Anteil drin, aber trotzdem unglaublich gut, dieses Buch und eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und last but not least kommen wir zu dem 5. Buch, was ich mir aus Maries Regal rausgesucht habe, was
tatsächlich schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste herumdümpelt und bisher habe ich mich noch nie dazu entschlossen, dass ich es jetzt haben möchte. Ich versuche immer, ob ich es mal gebraucht bekomme oder so. Hat sich bisher noch nicht ergeben. Inzwischen sind alle drei Teile draußen von dieser Trilogie und ich spreche von Ich fürchte mich nicht, von der Autorin, die niemand aussprechen kann. Und was Marie dazu zu sagen hat, seht ihr jetzt. Von Ich fürchte mich nicht habe ich leider kein Buch parat oder ich habe es gerade nicht bei Hand. Und wenn es geht, dann werde ich es euch gleich mal einblenden. Aber ich denke mal, ihr kennt es an sich. Es ist eine sehr bekannte Dystopie und was mich vor allem daran fasziniert hat, im Gegensatz zu allen anderen Dystopien, war vor allem der erste Teil so richtig beeindruckend, vor allem in Bezug auf diesen genialen Schreibstil. Also das war wirklich unglaublich. Ich habe das verschlungen und dieser Schreibstil an sich, das war so göttlich. Ich meine, beim zweiten Teil hat man sich daran auch schon gewöhnt, aber wirklich der erste Teil war unglaublich. Ich mochte die Charaktere Juliet, Adam, Walter nicht so sehr, aber Juliet und Adam waren für mich so unglaublich toll. Es ist auch eine Dystopie, in der Juliet aufwächst. Sie hat eine besondere Fähigkeit und das ist der Grund, warum sie schon mehrere Jahre in einem Gefängnis eingesperrt wurde und plötzlich verändert sich alles, ihr ganzes Leben und Juliet musste sich einigen Dingen entgegenstellen, worauf sie eigentlich, ja, nicht so gehofft hatte. Ich muss gestehen, dieses Buch ist einfach unglaublich gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich es mir damals nur so ausgeliehen habe und irgendwann werde ich es mir nochmal zulegen, weil es einfach eine tolle Dystopie war. Sie war auch relativ dünn, man kam ganz, ganz schnell durch. Und die Idee dahinter war so faszinierend. Alles, was hinter Juliet steckte, was ihren Geist und ihren Charakter ausgemacht hat, das war einfach unglaublich. Und es war eine tolle Charakterentwicklung von ihr zu sehen in diesem Buch. Also das hat mich einfach umgehauen. Eine super Dystopie und sie unterscheidet sich auch ein wenig in diesem Fall, also in der Entwicklung und in dem, was hinter Juliet steckt und vor allem auch im Schreibstil von anderen Dystopien. Also ich persönlich kann den ersten Teil auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. So, und das war's auch schon von diesem Collab-Video. Büchlein, Büchlein im Regal. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich hoffe, euch konnte sich der Titel jetzt auch erschließen. Das Video von Marie, wo ich dann über meine Bücher erzähle, findet ihr in der Infobox verlinkt. Schaut gerne bei ihr vorbei. Ihr habt sie jetzt schon kennengelernt, vielleicht kanntet ihr sie auch schon. Auf jeden Fall gerne bei ihr vorbeischauen und die Bücher, die in diesem Video vorgekommen sind, werdet ihr auch in der Infobox finden, falls euch die noch näher interessieren. Was habt ihr von diesem Video gehalten, von dieser Idee? Sollen wir das vielleicht mal öfter machen, vielleicht auch noch mit anderen Leuten? Und ja, schreibt mir einfach eure Meinung dazu in die Kommentare. Und damit würde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.